Hallihallo, liebe Leute, und wir machen weiter mit Soul Blazer. Und ihr wundert euch jetzt sicherlich, warum ich hier an diesem Ort starte. Ja, ich habe herausgefunden, was mir fehlte. Und ja, hab dazu erstmal hier den Donnerring ausgerüstet. Und zwar habe ich herausgefunden, nachdem ich wirklich alle meine Videos nochmal angeguckt habe, die hier am Meeresboden stattgefunden haben, und nochmal alle die ganze Gegend erkundet habe, ist mir aufgefallen, dass hier ja noch diese Stahlaffen sind. Und ich habe mal überlegt, ob man die nicht doch irgendwie besiegen kann. Und man kann es tatsächlich, indem ich hier an diesem Felsen stehe und einfach mal warte, bis jetzt ein Blitz kommt. Weil die kann man nämlich mit dem Blitzen kaputt machen. Was mir irgendwie entgangen ist. Aber wie gesagt, ich habe es selbst noch Gott sei Dank rausgefunden. Und deswegen können wir jetzt hier weitermachen und die Gorillas kaputt machen. Einer kommt hier noch. Wie gesagt, ich habe das selber noch ausprobiert. So offscreen. Und ja, wenigstens habe ich jetzt einen Weg gefunden, wie ich weiterkomme. Das ist schon mal sehr gut. Da bin ich echt froh drüber. Hat ja auch wirklich eine Zeit gekostet jetzt. Aber gut. So. Und nun befreien wir endlich die vierte Meerjungfrauenstatue. Wunderbar. DJ Kerr hört eine leise Stimme. Ja, wir müssen wieder zu der Meerjungfrauenstatue hin, damit ihr uns den Weg frei macht. Also gut, Leute, würde ich sagen, dann sehen wir uns da unten beim Meeresboden wieder, an dem Palast, wo wir in Wassergrund auf langlaufen müssen. Also bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder an den Ort, an dem wir im letzten Video aufgehört haben. Und wir machen uns auf den Weg zur Meerjungfrauenstatue, die wir eben freigeschaltet haben, oder befreit haben sozusagen. Und sie wird uns wieder am Weg frei machen. Geh über den Meeresboden und du wirst ein Geisterschiff finden. Oh, wie ich mich darauf freue. Ja, wie gesagt, in meinen letzten Videos habe ich auf jeden Fall nochmal komplett durchgeguckt, ob ich wirklich irgendwie schon mal sowas wie ein Korallenriff gesehen habe oder irgendwie einen Weg, wo viele Korallen waren, aber nix. Deswegen kam mir auch irgendwie die Idee, ob ich nicht irgendwie etwas übersehen habe. Dann kam ich auch irgendwann, wie gesagt, auf die Idee, nochmal bei der Regeninsel die Stahlaffen eventuell mal mit Elektrizität kaputt zu machen. Und das hat Gott sei Dank funktioniert. Wie gesagt, das Ganze habe ich offscreen versucht und ich bin froh, dass es geklappt hat. Weil sonst hätte ich wirklich eine Lösung zu Rate ziehen müssen. Weil das wusste ich echt nicht mehr. Aber ich kann mich da noch dunkel erinnern, dass ich da auch lange gebraucht habe bei meinem ersten Durchlauf. Und ich glaube, da hatte ich sogar eine Lösung zu Rate gezogen. Aber gut, dann wollen wir mal zum Geisterschiff. Und hier, wie ihr seht, ist auch das Korallenriff. Yay! Endlich habe ich es gefunden. Wow. Verdammte Elektromantas. Es sind einfach zu viele Gegner. Und das Korallenriff ist zu groß. Moment, wie viele Monsterhöhlen? 4 Stück nur? Das ist ein bisschen wenig. Und ich kann mir hier hauptsächlich nur Wege frei machen. Was ist hier rechts? Okay, hier ist noch mehr Koralle. Eine Truhe! Und ich bekomme ein Kraftarmband. Aber ich sehe hier gerade, ich bin auf der Seite, wo ich, ja, auf der rechten Seite ja nur rüberschauen konnte. Kraftarmband, jetzt habe ich bestimmt mehr Kraft, oder? Wenn ich das ausrüste. Deine Angriffs... Ja, verdoppelt deine Angriffskraft. Okay, ich werde aber trotzdem bei den Heilkräutern bleiben. Ja, auf jeden Fall, nachdem ich hier wieder zurück war in diesem Unterwasserschrein, also auf dem Meeresboden, habe ich auf jeden Fall gleich direkt wieder die Heilkräuter ausgerüstet. Weil die Donnerblöcke kann man ja nur mit dem Donnerring aktivieren. Wenn ich den Ring sozusagen nicht hätte, dann würde ich in diesem Spiel gar nicht weiterkommen. Habt ihr ja selber gesehen, dass man die vierte Meerjungfrau-Statue wirklich nur bekommt, wenn man die Stahlgorillas da auf der Regeninsel vernichtet. Und ich habe einen Delfin befreit. Ich glaube, das ist der Delfin Servas, oder wie der nochmal heißt. Gut, zwei Monsterhöhlen sind nur noch übrig. Dann werde ich die jetzt auch noch befreien. Muss er nur noch auffinden. Und dann auf zum Geisterschiff, würde ich sagen. Ich gucke erst nochmal unten. Obwohl, ja doch, ich gehe erstmal unten. Ich will hier keine Monsterhöhle übersehen. Das will ich echt nicht. Auch wenn das jetzt ein kompletter Umweg ist, den ich hier mache, ist mir egal. So, hier lang. Genau, hier den Weg habe ich frei gemacht.
Aber hier sieht's... Ah doch, da unten ist einer. Okay, dann wollen wir mal die Muscheln hier kaputt machen. Na komm, du auch noch. Ihr müsst alle kaputt gehen. Ich will schließlich den Meeresboden befreien. Wiederbeleben. Und was dazu gehört. So. DJ Kerr befreite einen Engelfisch. Ein weiterer Engelfisch. Aber der uns auch nichts Brauchbares geben wird. Schade. Gut, eine Monsterhöhle ist noch übrig. Die muss dann irgendwo oben sein. Vielleicht hier? Obwohl, nee, das ist der Weg, den ich gehen kann zum Geisterschiff. Dann, ja, würde ich erstmal sagen, gehe ich erstmal oben gucken. Dann, wenn ich das auf jeden Fall schon mal gemacht habe, dann geht's auf zum Geisterschiff. Wo wir auch den Boss dieses Levels wahrscheinlich antreffen werden. Und einen weiteren Abschnitt, der uns zum Schrein führt. Zum Schrein des Himmels. Wo wir mit Gaia sprechen können. Und speichern können auch. Das wäre auf jeden Fall auch mal wieder zwischendrin nötig. Ah, wahrscheinlich hier oben. Ist die letzte Monsterhöhle. Ah, da unten. Ich habe sie gesehen. Oh nein, auch noch Quallen. Aber die kommen in Massen. Das heißt, das geht schnell. Gut. Ja, ich habe einen Teleporter. Okay, der ist hier schon. Auch gut. Dann werde ich hier auf jeden Fall erstmal speichern. Also hier gibt es insgesamt jetzt nur noch eine einzige Monsterhöhle auf dem Meeresboden oder auf einer Insel. Dort, wo der Vulkan ist, die ich wirklich befreien muss. Und da sind ja auch diese Stahlaffen. Okay, ich sehe hier gerade, hier ist ein Tau. Dann ist hier das Geisterschiff. Oh ja. Und das ist schon Bossmusik. Ah. Scheiße. Ich hasse Geisterschiffe. Ich hasse... Wow. Ich hasse Feuerbälle. Ich hasse solche komischen Viecher. Ach du Scheiße. Ah, nächste Stufe. So, was haben wir hier drin? Oh je. Jetzt geht Heide dran. Ein Juwel, na toll. Die Truhe hat sich echt gelohnt. Okay. Wie hoch geht das hier noch? Kommt her, ihr komischen Mann. Oder was auch immer ihr darstellen sollt. Ah ja, hier ist das Steuer. Kann ich leider nicht bedienen. Okay, da muss ich so rum. Ah, bloß weg. Okay, hier, wo ist der Boss? Wo ist der Boss? Ah, da, ich hab dich, Totenkopf. Okay, Zeit für Magie. Machen wir, wow. Ach du Scheiße, hat er viel Energie. Okay. Das könnte lustig werden. Das könnte richtig spaßig werden, dieser Boss. Vor allem, na gut, er funktioniert eigentlich genauso wie... Ja, wie soll ich sagen, wie... Okay, der ist aber noch leichter als der erste Boss. Ach, verdammt, ich habe meine Heilkräuter verbraucht. Scheiße. Auch nur, weil diese verdammten Hände hier stören. Sonst ist er eigentlich nicht wirklich allzu schwer. Ich glaube, ich sollte mal... Moment. Genau. Ich benutze mal das hier. Okay, wie war es mit schwebenden Gegnern? Magie. Magischer Flair. Die Kraft wird durch Knopfdruck gesammelt. Aha. Okay. Hilfe. Ja. So, gut. Komm runter. Boah, ich mach dir ordentlich Schaden. Geil. Gut, diesen Boss könnte ich schaffen. Diesen Boss könnte ich schaffen. Wenn ich jetzt nur nichts Dummes mehr mache. So, gut. Komm runter. Bitte. Ja, ja, ja. So, komm, komm, komm. Scheiße, ich habe auf jeden Fall nicht mehr viele Leben. Scheiße, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ich muss ihn nur noch einmal ordentlich Schaden machen. Ich habe ein bisschen Angst, Leute. So. Hoffentlich tue ich jetzt das Richtige. Wenn ich es nicht schaffe, darf ich mir nochmal Heilkräuter holen. Oh, ich freue mich gar nicht drauf. ja. Dann Feuer! Okay, scheiß drauf. Ich habe ein Problem. Ich habe ein verdammtes Problem. So, komm runter, komm runter. Scheiße, 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 scheiße. Ja, ich hab ihn, ich hab ihn. Boah, wie knapp. Ich hab noch auf Anhieb mit zwei Energiebalken übrigen geschafft. Woo! Ich bin erleichtert, Leute. Oh.
DJ Kerl befreite die Königin. Eure Majestät! Eine Wunderstimme kam aus dem Inneren des Palastes. Ich bin die Königin der Meerjungfrauen. Ich weiß nicht, wer du bist, aber danke, dass du mich befreit hast. Kehre bitte zum Palast zurück. Oh, ich muss tief durchatmen, Leute, ey, das... Boah. Meine Nerven, ey. Das machen die nicht mehr lange mit, wenn das so weitergeht.